Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, Folge 61. Zusammen mit mir, ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier am Hamburger Hauptbahnhof und haben heute die Aufgabe, unsere RB 81 von Hamburg nach Ahrensburg zu fahren. Stehen an Gleis 8 und wie gesagt, ich habe euch ein kleines Bonbon mitgebracht, das ihr gleich kennenlernen werdet. Ich würde sagen, wir begeben uns zu unserem Arbeitsgerät, zu unserem Zug, zu unserem RE bzw. RB und ja. Ihr seht es hier, Büchen, Schwerin, also hier ist einiges los, wie es sich gehört am Hamburger Hauptbahnhof. Aber wir haben, wie gesagt, die Aufgabe, unsere RB 81, die hier nicht an Gleis 8 steht, sondern an Gleis 6, direkt neben dem Fernverkehrszug ICE 3. Vorne dran unsere BR 112, ihr seht, die Sonne ist bereits am Aufgehen. Und ich beende jetzt den Fotomodus, würde ich sagen, und wir beginnen damit, unseren Zug ein wenig aufzurüsten. Die Türen sind bereits geöffnet. Ja, würde sagen, wir beginnen damit. Denn wir haben noch einiges zu tun hier, und zwar der Bremsschlüssel ist bereits auf 1. Das müssen wir auf 3 stellen. Wir müssen die Zugsicherungssysteme noch einstellen. So, das haben wir auch. Dann können wir noch bis 7:25 Uhr warten. Wie gesagt, das ist soweit alles erledigt. Genau, da sind wir eigentlich abfahrbereit. Und ich werde euch dann gleich zeigen, warum. Das alles geht. So, noch ein paar Sekunden. Wie gesagt, hier in Hamburg, ihr seht es ja selber, ist einiges los. Also wirklich vom Feinsten, so wie es sich ausgehört für Hamburg. Also wirklich kommt laufend jede Menge Nahverkehrszüge reingefahren. Da fällt noch ein Fernverkehrszug, die Doppeltraktion, da kommt noch ein RE oder RB. Ein RB. Wunderbar. Also einiges los hier in Hamburg. Aber wir haben jetzt gleich Ausfahrt unserer RB 81 auf dem Weg nach Ahrensburg und können die Türen verriegeln, das tun wir. Und dann würde ich sagen, haben wir Ausfahrt. Wir lösen die Bremse und schalten erstmal auf 40 auf. Werde ich mir sowieso nicht fahren. Da kommt jetzt Folgendes zum Tragen. Erstmal befreien wir uns noch. Und dann. Herzlich willkommen im Nahverkehrszug Schleswig-Holstein auf der Fahrt mit Ihrer RB 81 nach Ahrensburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Welcome to the Schleswig-Holstein local train on your journey with your RB 81 to Ahrensburg. We wish you a pleasant journey. Ja, mein erstes Szenario mit Ansagen. Das ist das der neue Mod. Wie gesagt, ich werde euch den Link zum Mod unter der Videobeschreibung packen und dort wird euch dann alles erklärt, wie ihr das Ganze ja, installiert, worauf ihr achten müsst, was ihr alles braucht dafür und damit ihr das dann auch bekommt. Wie gesagt, für die Strecke Hamburg-Lübeck ist das Ganze verfügbar. Und dann könnt ihr die RB 81 Hamburg-Ahrensburg fahren und könnt diese Ansagen abspielen. Und jetzt folgende Ansage kommt jetzt. Moment. Nächster Halt. Hasselbrook. Umstiegsmöglichkeit zur S1 in Richtung Airport und Poppenbüttel und in Richtung Blankenese und Wedel. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next stop. Hasselbrook. Change to the S1 in the direction of Airport and Poppenbüttel and in the direction of Blankenese and Wedel. Please exit in the direction of travel on the left. Ja, das sind dann diese automatisierten Ansagen, die man dann halt abspielen kann, die ganz automatisch weitergehen. Also man braucht praktisch nur eine Taste drücken. Die Taste B ist das bei mir. Und dann
verschieben sich die Ansagen automatisch von selber weiter. Also dann praktisch würde jetzt als nächstes der nächste Halt angebracht, der nächste Halt und der nächste Halt. Also man braucht sich dann wirklich um nichts kümmern. Das ist wirklich vom aller Feinsten. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Ja, dürfen glaube ich jetzt 60 fahren endlich mal. Genau. 60 dürfen wir und dann sind wir gleich in Hasselbruck. Zugegeben, die Ansage war vielleicht ein Stück zu früh abgespielt, kann durchaus sein, aber ich wollte euch das halt zeigen. 2 Kilometer vor Schluss ist vielleicht schon ein bisschen arg früh, gebe ich zu. Aber ja, so dramatisch ist das jetzt auch nicht. So, dann sind wir gleich in Hasselbruck. Gleis 7, 37 sollen wir dort ankommen. Das sollten wir schaffen. Und es bleibt noch 1 Minute 30 Zeit für 1,2 Kilometer. Das sollte so weit hinhauen. Wir haben 60, 800. Ob das jetzt allerdings noch lohnt, ist die nächste Frage. Ich glaube es leider nicht. Also ist einiges an KI-Verkehr vorhanden. Eine richtige Rush-Hour. An diesem 20. Januar 2024. So. Noch einigermaßen pünktlich, würde ich sagen. Ein bisschen leicht verbremst, aber macht nichts. Das macht nichts. So. Die Türen müssten eigentlich alle aufgehen. Ja, oder? Ja. Wenn alle aussteigen, das ist doch die Hauptsache. So, die Menschen verschwinden hier auf wundersame Weise. Zack. Zack. Hey, wir sollen auf die 7:31 warten, das tun wir natürlich. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz lang, das ist es nämlich schon. So, dann haben wir wieder Ausfahrt. Lösen die Bremsen. Und schalten auf 100 auf, beziehungsweise vor. So, können wir folgende Ansage wieder abspielen? Nächster Halt, Tondorf.
Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Das war zu schnell. Next stop, Tondorf. Please exit in the direction of travel on the left. Das war jetzt leider ein Fehler von mir. Das muss diese hier sein. Nächster Halt, Wandsbek. Ja, bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next stop, Wandsbek. Please exit in the direction of travel on the left. Also da müsst ihr so ein bisschen darauf achten, dass da immer die richtigen Ansagen stehen, beziehungsweise immer die richtigen Bahnhöfe. Jetzt kann das mal ganz schnell der falsche werden. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass das mal passieren kann. Wandsbek. Es scheint eine Art Wiesenrad zu sein. Zugegeben, ich bin das Szenario, glaube ich, schon mal gefahren, aber halt ohne die Ansagen. Darum geht's ja. Das wollte ich euch halt zeigen. Wunderschön. Wunderschön. Ich mach mal ein Foto von. So, wir können die schon verriegeln. Und dann haben wir, glaube ich, Ausfahrt. Hier sind die Bremse. Und schalten wir mal wirklich auf hier, würde ich sagen. So, 3,5 Kilometer, ich glaube, da warten wir noch ein bisschen mit der Ansage. Ich finde, RB hat hier schon echt viele Dostos hinten dran, muss ich mal so sagen. Aber das fällt wahrscheinlich nicht so auf. Also normalerweise haben die immer so 1, 2, 3 Dostos, also die hat ja schon das praktisch ein voller RE, nur dass die halt an allen Stationen hält. Das ist halt der Unterschied zu einem RE. So, nächster Halt dann Hamburg-Tondorf. Mit 140. Weil sich das jetzt auch nicht mehr richtig lohnt. Ich spiele folgende Ansage ab. Nächster Halt, Tondorf. Jetzt passt es nämlich. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next stop, Tondorf. Please exit in the direction of travel on the left. Sogar voll im Zeitplan, das ist ja genial. Ei,
das wird wieder ein wenig. Naja. Mal klappt es mal nicht. Das ist nicht wirklich einfach. So. Haben wir aber ordentlich verzogen, oder? Da wird es schon schwierig mit dem Aussteigen. Also, obwohl, ja, so generell, also, ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt benutzen, die Tür. So, ihr könnt das ja immer mit dem Original-Fahrplan hier vergleichen, ob ihr dann richtig seid mit den Ansagen. Also es gäbe jetzt noch Rahlstedt und Ahrensburg und genau das gleiche steht bei mir auf dem FIS. Also es stimmt alles. Sollten wir jetzt die Bremse lösen. Oder losfahren, wäre vielleicht eine Idee. Also da könnt ihr das dann immer perfekt vergleichen. Nächster Halt ist dann wieder 2,9 Kilometer entfernt. Das heißt, die Ansage kann sich noch ein wenig Zeit lassen. Ich würde das generell so 1,5 bis 1 Kilometer vor dem Halt abspielen. Das ist so meine Erfahrung, dass das am meisten Sinn macht. Sehr schön, Level 4, BR 112. Ist doch auch mal schön. So, Siefer und. Nächster Halt, Rahlstedt. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next stop, Rahlstedt. Please exit in the direction of travel on the left. Sehr, sehr nice. Auf den Halt sollten wir pünktlich schaffen. Haben wir noch über eine Minute Zeit. Den halt schaffen wir einigermaßen gesittet hier an dem Bahnsteig, würde ich mal behaupten. Und sowas wird überpünktlich. Der fährt durch, das wird ein RE sein. Also Rahlstedt. Nummer 42 haben wir Ausfahrt. Ja, du wartest auf. Wahrscheinlich auch auf die RB81 nach Hamburg. Oder auf die RB81 nach Hamburg, wer weiß das schon. Viel Auswahl hast du nicht.
sollten wir gleich abfahren. Wenn die Türen verriegeln, die Bremsen lösen und ausschalten. Das war 120. So, 9 Kilometer jetzt bis Ahrensburg. Das heißt, die nächste Ansage können wir erstmal beiseite lassen. Auf dem Weg zu unserem letzten Halt Ahrensburg auf Gleis 3. Ankunft aller Voraussicht nach 7.49 Uhr, laut Fahrplan zumindest. So, ich werde noch ein bisschen höher schalten und tiefer drücken. 40. Nur wenn man das am Anfang sofort macht, dann hat der Gamma Radschritt ist mir aufgefallen und deswegen mache ich das immer so, erst 120 so in die Nähe und dann 140, ist der nicht mehr so am Durchdrehen. So, 4,6 Kilometer noch bis zu unserem Endhalt Ahrensburg. Also ich habe einige Videos angefangen, bevor das endlich alles geklappt hat. Bevor das jetzt so einigermaßen hingehauen hat, ich euch das präsentieren konnte. Bis auf den kleinen Fehler mit dem Haltestellenvertausch ist, glaube ich, alles soweit gut gelungen. Auch das Szenario an sich. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich finde, ihr habt das Beste verdient und ich wollte euch das Beste zeigen. Und ich finde, dieses Mod ist mittlerweile oder aktuell das Beste, was es gibt. Danke Manni, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Also der ist dafür verantwortlich, der hat dieses Mod ja entwickelt, kann man wirklich nur sagen. Und nochmal ganz, ganz großen Dank an Manni. Ich glaube, wir sollten jetzt hier gleich mal langsamer werden. Das war deutlich. Und wir machen jetzt, wie viel haben wir? 1,4, ja, ich denke, können wir ruhig. Nächster Halt, Ahrensburg. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle auszusteigen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Gepäck mitzunehmen, und noch einen angenehmen Tag wünscht Ihnen das Team des Nahverkehrsverbundes Schleswig-Holstein und der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Next stop, Ahrensburg. For your connections, please also pay attention to the timetable notices and loudspeaker announcements on the platform. Please exit in the direction of travel on the left. This train ends there. All change, please. We wish you a nice day. Your local transport association, Schleswig-Holstein. Ja, das war die letzte Ansage dieses Szenarios. Ich finde, es ist wirklich richtig gut gelungen. Das kann man gar nicht anders sagen. Also ich bin wirklich absolut begeistert. Vielen, vielen Dank, lieber Manni, für diese Arbeit, die da mit Sicherheit hintersteckt. Also man darf das nicht verharmlosen. Das steckt mit Sicherheit in Abpunkt Arbeit hinter. Kann ich mir vorstellen. So, und ich würde sagen, wir haben sämtliche Halte pünktlich angefahren. Das ist doch auch mal geil. So, damit endet das Ganze in Ahrensburg. Wunderbar. Also ich finde dieses Mod, dieses Tool wirklich absolut genial. Ich finde, es ist sehr gelungen. Die Ansagen klar und verständlich in der richtigen Reihenfolge. Ihr braucht euch um nichts kümmern. Ihr braucht nur die Taste B drücken. Er spult automatisch weiter zur nächsten Ansage. Also ihr braucht euch wirklich um nichts kümmern. Das ist wirklich vom Allerfeinsten. Wie gesagt, ich werde euch den Link dorthin unter die Videobeschreibung packen, damit ihr das dann auch findet. Und ja, das war's soweit mit dem Szenario. Also wie gesagt, absolut Bombe, kann man einfach nur sagen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wovon ich doch ausgehe, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt sauber, bleibt mir gesund. Habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal in einem der nächsten Videos. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.